Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Der Titel lautet Gold Rush The Game. Ja, vielleicht kennen einige ja die Sendung auf D-Max. Gold Rush, glaube ich, hieß die da auch. Worum es geht, Gold zu gewinnen. Oder zu, ja, sagen wir es, Gold zu schlürfen. Und dann richtig fett Knete zu machen. So, ich habe ein Problem. Ich habe dieses Spiel jetzt schon seit 30 Stunden gespielt. Vielleicht blende ich euch davon ein Bild ein. Vielleicht auch nicht. Wenn ich es nicht vergesse. Und irgendein Speicherpunkt hat meinen Spielstand zerpflückt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall wurde mein Spielstand zerpflückt. So. Ich habe extra schon so viel gespielt, weil von vorne wollte ich das nicht zeigen. Also beziehungsweise, ja, mit der Hand schlürfen, ja, gut. Kann man vielleicht auch mal so machen, so just for fun nebenbei. Aber ich wollte eigentlich schon mal zeigen, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist. Ja, wie gesagt, ich krieg halt mein Savegame nicht mehr geladen. Jetzt kann ich neu anfangen. Da ich aber keinen Bock habe, nochmal komplett vorne anzufangen, habe ich mir jetzt aber mal den einfachen Modus gesetzt und habe das jetzt alles für einen Dollar gekauft. Ich sage aber auch dazu, ich habe nur das gekauft, was ich schon hatte. Also ich habe mir jetzt nichts Neues zugekauft, so in dem Sinne, dass ich cheate. Gut, ist jetzt so gesehen eigentlich gecheatet, aber es ist, sage ich mal so, die Fortsetzung von meinem alten Spielstand. Sofern ich alles habe, was ich hatte, habe ich ja noch nicht alles. Also jetzt so Kabel und die ganzen Maschinen habe ich alles noch nicht ganz zusammen. Werde mir aber auch exakt alles das wieder kaufen. Weil ich das getan habe, stelle ich wieder um, dass ich halt wieder richtig bezahlen muss für alles. Weil sonst macht das Spiel ja keinen Sinn, sonst hätte ich mir jetzt ja gleich alles kaufen können. Ja, und 30 Stunden habe ich schon viel erreicht, also ich habe mir wirklich das alles geleistet hier. Gut, ich habe jetzt aber nicht mehr diese mobile Waschding gekauft, um das wieder zu verkaufen, das ist jetzt, gut, ist weg, sag ich mal so, ne. Die Maschinen habe ich mir wirklich alle gekauft, das könnt ihr mir glauben. Also ich habe da wirklich meinen 30 Stunden Gas gegeben. So, ich will mit euch heute hier meine Basis aufbauen, es könnten 2-3 Videos vielleicht werden, mal gucken. Je nachdem, ja, aus meinem letzten Mal habe ich gelernt, ich bringe erst die Pipes, die Waschschienen an, hier diese Dinge, weil sonst komme ich nachher nicht mehr so wirklich gut an, musste ich feststellen. Vielleicht bin ich auch zu dumm angestellt, aber ich mache das so auf jeden Fall erst. Aber als erstes stelle ich so meine Kommandozentrale zusammen. Das heißt, ich werde als erstes den Container hinstellen. Daneben werde ich mir die Tankstelle hinstellen, weil das Coole an dem Spiel ist, dann kann ich die Pistole nehmen und dann brauche ich die bloß da reinstecken. Halt geil. So, fangen wir auch an. Transportieren tue ich das ja mit dem Bagger. Das ist nämlich auch geil. Jetzt muss man so, starten wir mal die Kiste. So, ich bringe jetzt schon mal die Haken an, also die Ketten, damit ich den Container noch hängen kann. Ja, also das ärgert mich mit meinem Spielstand, weil ist doch schön zu sehen, wenn man das selber erarbeitet hat. Gut, das habe ich ja so gesehen, selber jetzt hier erarbeitet, aber... Trotzdem ist es schade, so 30 Stunden, so fast wie die Katz. Kann man quasi sagen. So. Ketten sind dran. So. Dann gehen wir wieder aus der Handbremse. So, da vorne sind die Steckdosen. Das ist. Also ich habe mir so ungefähr schon so einen Lageplan mir ausgedacht, wie ich das so hintüfteln werde. Achso. So. Oh, na gut, mach ich halt aus. So, die kann man hochklettern, ne? Ja, geil. So, Haken nehmen.
Zack. Zack. Und diesmal bin ich cleverer. Beim letzten Mal habe ich mir nämlich die 7 Meter Haken gekauft, die scheiße sind. Beziehungsweise nicht für das, für den Bagger meines Erachtens ausgelegt. Für die kleinen Sachen top, aber für den Container, der ja auch ziemlich groß ist, den Bagger kriegst du auch nicht so unendlich hoch. Ja, gut. Kosten ja alle gleich, also von daher. Zack. So. Dran. Jetzt müssten wir ja auch theoretisch gut angehoben kriegen. Gut, das klappt schon mal besser als beim letzten Mal. So. Ich finde das Spiel eigentlich ganz geil. Also ich habe es mir jetzt eigentlich wirklich nur gekauft zu Ostern, weil es gerade im Angebot war. Ich meine, das ist jetzt von 2017, glaube ich. Und es kommen ja immer noch Patches raus. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie das im Multiplayer noch mal bringen. Weil das Spiel im Multiplayer wäre ja mal übelst nice. Also. Ja. Mit der Erhöhung hat er zu kämpfen. Hier, da steht ein Gerät. Ja. Fast eben hier ist schwierig, ne? Vielleicht stellen wir so hin. Gar nicht so einfach. Doch, hier steht er gut. Schön dicht hier gerade an den Maschinen so. Ja doch, hier lasse ich ihn jetzt stehen. Das passt, das passt, das passt. So, dann haben wir die Haken wieder da ab. Komm hier an. Na? Ja. Ich glaube, gibt jetzt nicht die Menschen. Hey, doch nicht. Ich hatte nämlich nur die fetten Erfolg. So. Ich glaube, ich setze das Förderband des, ne? Auch wieder scheiße, ne?
ja, mal so in die Runde gefragt, habt ihr das Spiel auch oder wollt ihr euch das vielleicht nochmal kaufen und so? Also ich kann es wirklich, na gut, ich empfehle es nicht viel, aber gut, es ist mal wieder ein Simulator, der sich lohnt, vor allem. Also, Lohn in Sache, der ist nicht schlecht. Also, er ist gut. So, also, ja, wie soll ich sagen, er ist nicht einfach nur so ein Job-Simulator, so von wegen hier, oh, was da? Von wegen, na, was soll ich jetzt sagen? Na, von wegen, jetzt nimmst du das und machst das einfach so und fertig bist du. Sondern du musst, hast A, hier deine eigenen Freiheiten, hier wirklich dir das so hinzustellen, alles wie du es möchtest. Alleine schon dieser Faktor, ja, du musst dir Kabels kaufen, um halt deine Maschinen alle zu verbinden. Und, du musst hier halt Stromkabel und sowas alles kaufen. Weil ansonsten kannst du halt, funktioniert die Maschine nicht. Das ist eigentlich eine Spielmechanik, die es in manchen Spielen zu selten gibt, so finde ich. Zum Beispiel, sagen wir mal jetzt so beim Bus-Simulator. Braucht man doch einfach mal, sag ich mal, wäre das doch nicht schön, wenn man einfach die Funktion einbauen müsste oder würde, dass man die Bus auch mal tanken fahren müsste. Ich meine, oder eine Betriebstankstelle halt wenigstens, dass du da tanken fahren musst oder so. Aber gibt's halt zu selten in Spielen, wo du wirklich. Hab ich den jetzt richtig an? Ja. Passt wie Lego. So, ich habe mal vor euch ein bisschen übersprungen. Ich habe die restlichen Teile jetzt schon mal angebaut. Einmal geschlafen worden, und dann macht sie das blöd. So, als erstes bauen wir noch die Trommel an. Und dann war's da. Boah, ich glaube, ich habe irgendwie einen logischen Fehler gemacht, aber das werden wir gleich sehen. So. Die Anlage steht. Jetzt wollen noch alles andere, Kabel, Wasserleitung, Pumpe und etc., um die Anlage auch in Betrieb nehmen zu können. Ja, und ich würde sagen, das war's mal fürs Erste. Hoffentlich hat es euch vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Mal gucken. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich schon mal anfangen müssen, hier Gold zu schürfen. Das Kabel legen und so. Kann ich euch mal so grob zeigen, wie ich es gemacht habe. Da brauchen wir nicht noch ein extra Video jetzt zu machen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielleicht hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wie gesagt, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt euch wohl und tschüss.